Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Cars. Diesmal können wir endlich ist es soweit, wir können jetzt die Karriere anfangen. Stellen wir als erstes erstmal unsere Nummer hier ein, die Nationalität, Deutschland. So, jetzt gehen wir unseren Namen ein. So. Nummer hin. So. Ja, das war's dann schon. Nochmal jetzt hier weiter drücken. Oh, jetzt fangen wir bei der Stufe 8 an. Hier können wir jetzt erstmal unser Team sozusagen aussuchen, unser Vertrag. Datenmikro 2009 gegründet. 2010. Dann nehmen wir lieber das 2009er. Welcome to the world of kart racing. This is where many successful racing champions started out, and a great place to learn the basic principles of competitive racing. You'll start out in a short national series, followed by the Entry Karts Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 8 finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to start your karting career. Ja, das werden wir brauchen, das Glück. Aha, hier haben wir unseren Renningenieur. Gut. Hier können wir unser Setup einstellen. Ja gut, das finde ich jetzt noch ein bisschen kacke, irgendwie, weil... Meine Nummer 13 wird ja jetzt nicht angezeigt, sondern die Nummer 17. Das müssen sie vielleicht doch nochmal ändern. So, den Sturz können wir nicht viel einstellen. Bisschen hier, 0,6 machen wir jetzt mal hier. So, speichern. Speichern auf alle Rennstrecken. So. Dann wollen wir jetzt mal anfangen. Mit der englischen Serie. Okay. Machen wir erstmal 80%. Ah, machen wir 80% so, dann ist gut. So. Wie viele Runden sind aber 100%? Das sind 10 Runden. Beim Hauptrennen sind das dann nochmal 5 Runden mehr. So, machen wir 5 Runden. Und 10 Runden im Hauptrennen. Ja, ne, 7 Runden, alles klar. Gut. So, dann wollen wir jetzt mal anfangen. Ich muss das Video erstmal laden. Ups. Ja. So. Da können wir ja sowieso nicht mehr viel einstellen jetzt. Dann wollen wir jetzt mal starten. Wir starten von Platz 5. Ins Rennen. Haben uns die Position wieder geholt, die wir gerade verloren haben. Ah, jetzt müssen wir hier leider abkürzen. Nur ein bisschen zu schnell. Ach Gott. Ja. Die machen auch keinen Platz hier, die Geil. Stier. Ach Gott. Ja, komm, jetzt mach doch mal Platz da. Mein Gott. Mann.
Okay, was ist das? Komm, jetzt. Warum bremst der denn? Kommen wir hier nicht dran vorbei, ey. Ja, klar, er zieht bei uns in die Kiste rein. Ach Gott, Leute. Das ist doch nicht gut so. Komm, fahr doch mal! Du alte Schnarchnase da vorne! Unglaublich hier! Unglaublich! Und wir biegen jetzt in die letzte Runde ein! Können wir uns den jetzt hier noch holen oder nicht? Jetzt ist er weg. Ja, wir haben ihn doch noch gekriegt. Mit einem kleinen unfairen Manöver, aber die waren jetzt doch nicht die fairsten die ganze Zeit hier. Das erste Rennen haben wir jetzt auf Platz 4 abgeschlossen. Das war ja jetzt nicht so gut eigentlich. Machen wir direkt mal weiter. So, zweites Rennen. Wir starten von Position 4 aus, wo wir das Rennen auch vorhin beendet haben. Ah, Leute, was soll der Kacke jetzt? Nochmal Neustart. Da ist das Heck so weggegangen. Komm schon. So, jetzt geht's los. Oh, wir sind schon auf Position 3 vorgerückt. Position 2. Manchmal fahren die ein bisschen zu lahmarschig hier. Ah, jetzt sind wir hier auf Platz 1. Ah nein, jetzt drehen wir uns wieder weg. Mein Gott nochmal, das gibt's doch gar nicht. Und schmeißen wir den Sieg hier. Wir haben den Sieg in der Hand gehabt. Aber wir sind jetzt wieder dran. Nicht wegbrechender Heck. Ein paar Runden haben wir ja jetzt noch. Ah, Heck. Die drei Nummer 83, die fährt hier viel zu langsam vor mir. Mein Gott nochmal, ey, mach doch mal Platz da vorne, ey. Wir waren doch schon daneben jetzt, ey. Ja, was ist das denn, ey? Noch Leute. Ja. Dann machen wir nochmal einen Neustart jetzt, weil. Ist die KI ein bisschen doof.
hätten sie vielleicht noch mal ein bisschen besser machen können. Also nach meinem Begriff zumindest. Das Problem ist immer die RAM. Das ist eine RAM-KL geworden. Wenn das in anderen Klassen auch so ist, dann haben wir ein Problem. Mein Gott, hör auf zu rammen. Ich bin hier dreimal schneller als ihr. Komm. Jetzt können wir uns auch direkt in Abstand einfahren. Ja, mir ist die Steuerung etwas zu direkt beim Kart. Das ist bei den GT3s und anderen Fahrzeugen besser gelöst. Aber trotzdem machen die Fahrzeuge natürlich Spaß. Unglaublich sowas Spaß. Weil die ja verdammt schwer zu fahren sind. Na, jetzt sieht das schon mal besser aus für uns hier. Zwei Runden müssen wir hier im Weg halten noch. Und dann haben wir es geschafft. Erste Rennen. Es wird heute auch eine XXL-Folge, denke ich mal. Müssen wir nur noch diese Runde hier durchhalten. Überrunden jetzt auch, weil schon fast. Und wir haben unseren ersten Sieg. Yes! Puh. So, meine Kamera ist etwas verschoben. So, machen wir mal jetzt weiter. Und wir führen, glaube ich, jetzt auch die WM an. Nee, wir sind jetzt auf Position 3, zwei Punkte hinter dem WM-Führenden. Hast du dir verdient? Danke. So. Der nächste geht jetzt in Lincoln West ab. Aha. Also auf der gleichen Strecke, nur ein anderes Streckenlayout. So. Wir starten von Position 4 aus bei Nebel.
Ein super Start von uns. Ein super Start. Wir haben sofort beim Start zwei Positionen gewonnen. Immer noch neben uns gewesen jetzt. Komm schon, geh rum. Also wie ich im BMD-Forum gelesen habe, soll ja jetzt auch schon bald Projekt Cars in die Entwicklung gehen. Also das neue Projekt Cars, sozusagen Projekt Cars 2. Also es wird darüber diskutiert. Das wird nur die zweite Position hier. Aber dann starten wir beim nächsten Rennen jetzt von Position 2 aus. Das ist ja schon mal sehr gut. Ups, da ist mein Kopfhörer mal rausgesprungen. Ist halt wieder drin, fahren wir direkt los weiter zum Hauptrennen. Ach Gott, das war jetzt aber knapp. Wir konnten ihn gerade noch so fangen, sonst wären wir vor der Mauer gelandet. Ich denke, das ist eine ziemlich kurze Strecke, finde ich. Auch ziemlich breit, im Gegensatz zu der anderen Strecke jetzt vorhin. Aber wie gesagt, das Projekt Cars ist in der Entwicklung, das neue. So wie sich das durchlesen tut. Für mich, dass das nicht mehr lange dauern wird, dann, dass sie dann wieder eine Groundfunding-Phase machen werden. Also wo wir dann uns dann einkaufen können, wir Spieler. Und das Spiel unterstützen können wieder. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein wieder, wenn die PK 2 rausbringen werden. Genauso wie im nächsten Monat Formel 1 2015 spielen werden. Auch die Karriere komplett einmal durch. Soll ja angeblich am 12. Juni, glaube ich, rauskommen. Also im nächsten Monat. Wenn es nicht auch verschoben wird, wieder. Weil das ist ja in Mode gekommen, die Spiele zu verschieben. Und dieses Wochenende ist ja auch wieder Formel 1 in Barcelona, der Europa-Auftakt. Und angeblich soll ja Ferrari 30 PS mehr haben jetzt, der neue Motor.
Vielleicht können sie ja wirklich die Lücke zu Mercedes schließen und Mercedes zwingen, auch eine Entwicklung vom Motor her schon eher zu bringen. Weil so wie ich das gelesen habe, wollten die nur erst die nächste Entwicklungsstufe in Kanada da für den Motor bringen. Aber vielleicht zwingt Ferrari die ja eher das Update zu bringen. Und wir haben unseren zweiten Sieg im Hauptrennen. Wunderbar. Puh. Und jetzt müsste eigentlich auch der andere ziemlich weit weg gewesen sein. Vielleicht können wir jetzt die WM-Führung übernehmen. Ja, wir haben mit 2 Punkten die WM-Führung übernommen. Puh. Ja, und dann sind wir auch schon wieder beim letzten Rennen für heute. In Chesterfield. Aber es geht ja dann morgen weiter mit der Karriere. Direkt. Oh, wir dürfen sogar von der Position 1 hier starten, also von der Pole Position. Wir könnten uns auch die Position sofort verteidigen. Ja, und das ist hier meine Lieblingskartstrecke in Podcast. Mal gewesen. Mal gucken, ob es immer noch ist. Jetzt gehen wir hier viel besser raus. Wunderbar. Der darf nicht da vorbei. Genau der darf da nicht da vorbei. Das ist nämlich der mit uns um die WM-Führung kämpft hier. Ah, müssen wir hier leicht abkürzen. Ach nee, das ist doch nicht der. Na gut, dann. Solange der hinter uns ist, der mit uns um die WM kämpft, ist doch alles halb so wild. Wir wollen ja trotzdem den Sieg haben hier. Wenn wir den jetzt mal in den Arsch treten, hat Gas hier. Wir fahren jetzt in die letzte Runde. Und wir hoffen, dass wir gleich in die Weltmeisterschaft dann weiterkommen können. Und Platz 2 ist drin. Ist auch gut. Puh.
Na, jetzt so langsam bauen wir unsere Führung jetzt aus. Gut, das ist jetzt das, genau jetzt ist das das letzte Rennen. Und das ist auch heute das letzte Rennen. Das nächste Rennen kommt dann erst morgen. Wo wir hoffentlich dann in der Kart-Weltmeisterschaft fahren werden. Da sind wir auf die Wiese gekommen. Da zieht er immer leicht rüber. Jetzt muss man nur aufpassen. Da ist der Michael Kasten daran vorbei. Jetzt wird er auch noch abgedrängt. So Position 2 wäre auch nicht schlecht. Aber Position 1 ist besser. Das ist ein zum Videoabschluss heute noch ein Sieg. Wäre nicht schlecht. Und weiter geht's. Oh nein. Oh nein, das war jetzt genau der, der nicht vor durfte. Warum rammen die denn immer hier so extrem? Na, und wir fahren immer weiter zurück jetzt. Die Sonne geht ja auch schon langsam unter. Komm schon. Letzte Runde jetzt. Letzte Chance. Komm schon. Nein, wir haben es nicht geschafft. Und wir sind dran vorbei wieder. Ach Gott. Aber in der nächsten Kurve haben wir wieder innen. Oh nein. Boah, da haben wir jetzt aber Glück gehabt, dass wir noch den dritten Platz retten konnten. Puh. Und wir sind Champion!
Wir haben es geschafft. Puh. Gehen wir noch zurück zur Karrierezentrale. Ja gut, Leute. Dann sage ich jetzt mal, ja, bis morgen. Ciao.